Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Jurassic World 2 Video. Wir befinden uns hier auf der Tees Valley Line und wir kümmern uns heute um das Szenario Letzte Rettung. Helfen Sie bei einer blockierten Stahllieferung, indem Sie eine alternative Zugkraft für einen Zug aus Leckenby bereitstellen. Diesmal mit der Class 31-1BLU. 65 Minuten soll das Ganze dauern, Schwierigkeit 4 von 5. Wir schreiben den 29.03.2020 um 17:15 Uhr 8.500 Punkte für die Goldmedaille. Ich würde sagen, wir laden einfach mal rein und beginnen die letzte Rettung. Es kam ein Anruf, dass eine Lokomotive in Leckenby ausgefallen ist und heute Abend sind nur diese Class 31-Lokomotiven verfügbar. Begeben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Puh. Da muss man wohl echt hier schnell sein, das alles hier rechtzeitig noch mitzubekommen. Hier hinsetzen, wie wir es anbekommen, wissen wir ja mittlerweile. Generalschlüssel auf an, Richtungswender vorwärts, Bremsen lösen, warten, bis der Bremsdruck sich verringert. Oh, Scheibenwischen brauchen wir jetzt diesmal mal wieder. Warum brauchen wir nicht immer so häufig viel den Scheibenwischer? Gut, ist halt. Vor allem, wir haben nur manuellen, ernsthaft. Das ist ja toll. So. Ich habe mich schon gewundert, warum es so extrem laut ist, aber irgendwie ist dann, weiß ich nicht, wenn du es meinte, dann doch alles nochmal deutlich lauter zu machen, als ich dachte. Streckensignalbeleuchtung ein. Schade, dass wir keinen automatischen Scheibenwischer haben. Belastend, äußerst belastend. Aber doch hier. Scheibenwischer an. Perfekt. Wunderbar. Ja, dann können wir ja Leistung geben, jetzt wo die Bremse sich verringert hat, oder gelöst hat. Dann fahren wir über die Thornaby Depotweiche. Wo kommt denn Schatten gegen die Sonne? Ich dachte, da kommen wir echt raus. Hat schon was, ne? Ja, wir die Leistung raus und rollen weiter. Aber das ist sehr gut, dass ich jetzt. Gut, weiß ich zumindest schon mal, dass ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr darauf achten sollte, wenn es nur manuellen Dinger gibt, manuelle Scheibenwischer gibt. Bei manchen Zugklassen könnte es natürlich dann wiederum sein, dass es dann auch doch automatisch funktioniert. Warum ist es in der Nachschau wieder ein rotes Signal? Gut. Warum haben wir prinzipiell gesehen, haben wir ja gerade sondermäßig so, ne? Wir wollen ja gerade was Wichtiges erledigen, damit auch der Verkehr wieder auf der Strecke normal weitergehen kann.
sollen wir über Middlesbrough fahren. Und sie ein bisschen Leistung geben. Ich verfalle richtig in eine Trance aufgrund des Scheibenwischers. Oh Gott. Einer meiner wäre ein gelbes Signal und gleich dürfen wir 20 Miles per Hour zumindest beschleunigen darauf. Nachdem wir das Gleis gewechselt haben. Weil das in ungefähr einer Meile auch wieder runter geht auf 15 Miles per Hour. Da lohnt sich fast gar nicht wirklich zu beschleunigen. Wir machen es aber dennoch. Selbst wenn das nur langsam ist. Erstmal hier mit weiterfahren, also hier leicht bergauf. Also der beschleunigen wir jetzt auch nicht mit dem ersten Leistungsregler oder mit Leistung mit der Stufe 1. Halten wir eher das Tempo. Ich denke, so 500 Yards vorher können wir dann mit dem Tempo raus, die Leistung wieder rausnehmen. Geht dann noch leicht bergauf und wir verlieren sowieso Tempo, von daher passt das. Dann brauchen wir nicht mal eigentlich die Leistung rausnehmen. Meilen, 15 Yards, 500 Yards haben wir noch. Die 15 Meilen schaffen wir auch ohne, dass wir irgendwie was machen müssen. Also passt das. Class 101. Da gehen wir jetzt noch mit der Leistung raus, weil wir noch mal einen Gleiswechsel vollziehen. Oh, perfekt. 15 Miles per Hour, wunderbar, als ob es geplant gewesen wäre. Aber dann dürfen wir auch gleich ein bisschen flotter unterwegs sein, dann dürfen wir gleich beschleunigen auf 60 Miles per Hour. Und aber wir bekommen ganz gut die guten Punkte, die wir brauchen, die großen Punkte, die 30 Punkte. Maximalpunktzahl für einfaches Fahren. So wie es sein soll. Leistung geben. Rausnehmen können wir sie ja immer noch, wenn wir so stark beschleunigen. Jetzt sind wir so leicht drüber, dann dürfen wir gleich nur 45 Miles per Hour fahren.
Aber wir dürfen zum Beispiel mal Schlag wieder fahren. Wunderbar. Willsboro. Haben noch 0,8 Meilen. Im Millsboro Wasser auch wieder gemächlicher, ne? Ja, 0,6. Ja, 250 Miles per Hour. Beim Middlesboro. Ewiges Hin und Her hier auf der Tees Valley Line mit den Geschwindigkeiten. Wirklich ausfahren kann man hier nichts. Zumindest nicht so wirklich. Und beim Bridgesboro haben wir auch ein rotes Signal. Wo wollt ihr denn wieder halten? Und warten, dass wahrscheinlich entweder ein Güterzug oder eine Class 101 uns den Weg frei macht. Ob hier jemand reinschreibt. So, dann können wir die Bremsen lösen. Wieder zu spät die Bremse gelöst. Kommen wir ein bisschen weiter vorne, nach vorne. Man muss ja nicht hier unbedingt komplett mitten beim Bahnsteig halten. Wir rollen jetzt einfach nochmal weiter Richtung rotes Signal. Das springt dann ja auch irgendwann um. Vielleicht können wir das sogar ohne aus dem Schild schon beschleunigen zu müssen. Vielleicht sogar mit Geschwindigkeit, mit Momentum, mit ein bisschen Momentum weiterfahren. Und da haben wir es. Dann sollen wir jetzt anhalten bei auf dem Leckenbein-Nebengleis, oder bei der Leckenbein-Nebengleis-Einfahrt. Aber erstmal wieder Leistung geben und auf 35 Meilen pro Hour beschleunigen. Wir haben schließlich noch 3,7 Meilen bis nach bis zum Nebengleis, bis zum Nebengleis Einfahrt von Leckenbein. Aus. Schön wieder hier am Hafen vorbei. Immer wieder ein bisschen mehr Leistung, während wir hier am Industriehafen vorbeifahren. Gleich sogar tatsächlich die 60 Miles per Hour ausfahren. Schließlich können wir ja mit unserem Doppelgespann die ganz gut ausfahren, aber nicht sonderlich zu ziehen. Genau, ich wollte nur mal gucken, wie viel Gewicht wir eigentlich standardmäßig haben. 216 mit einer Doppeltraktion von Class 31s. In 1,6 Meilen geht es schon wieder runter, also wirklich viel Geschwindigkeit aufbauen ist hier echt nicht drin.
Wir müssen wieder relativ zeitnah bremsen. Aber wir sind ja auch kein geplanter Zug, von daher. So ab 1000 Yards, da müssen wir rein. Ich denke, sollte passen. Ah, muss noch ein bisschen mehr reinbremsen. Ich glaube schon. Nehmen wir die Leistung wieder raus. Wir werden noch weiter runtergebremst. Viel zu spät angefangen zu bremsen. Hätte ich deutlich früher anfangen sollen. Kostet uns wieder jede Menge Punkte. Aber gleich haben wir auch die 20 Miles per Hour erreicht. Der Bremsdruck, der verringert sich so geringfügig, da passt das schon. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir machen. Also was wir machen sollen. Aber wir machen auf alle Fälle noch ein bisschen mehr als jetzt mit dem Fahren. So führt wir schon mal fest. Aber hier allein schon an den Punkten erkennen. Schon. Ich muss echt, wenn ich hier, wenn dieses Szenario abgeschlossen ist, muss ich echt nochmal irgendwie irgendwas zu essen machen, weil ey boah. Der Scheibenwischer, dann der ganze Zeit der Sound dabei noch. Puh. Trance ist da. Ich sag halt, wie es ist. Weil es noch halt eher entspannte Fahrten so, ne? Also mit für mich persönlich sind halt Fahrten mit dem britischen Sicherheitssystem wesentlich entspannter als jetzt mit den Deutschen. Weil man halt bei den Deutschen deutlich mehr darauf achten muss und deutlich mehr zu tun hat. Schleudigen wir uns sogar automatisch, weil es halt hier bergauf geht, runter auf 10 Miles per Hour. Müssen wir gleich mal unterbremsen. Ein bisschen Leistung kann man noch nachgeben, damit wir nicht hier bergab rollen. Muss ja auch nicht sein. Das können wir doch hier. Da sind wir doch im allerersten Szenario runtergefahren. Muss ich schon sagen, da ich doch besser klargekommen bin mit der
BR Class 101. Habe ich schon irgendwie Lust und freue mich auf die Fahrplanfahrten, wenn wir dann wieder dort hinfahren. Leistung raus. Von den letzten 300 Jahren zur nächsten Geschwindigkeitsbeschränkung. Und 600 Gas haben wir sowieso nur noch bis zum Haltepunkt bei den Nebengleisen. Geht auch noch bergab, läuft. Müssen wir jetzt auch noch mal in Eisen gehen. Zumindest nachbremsen. Leider ein bisschen über der Geschwindigkeitsbegrenzung gewesen. Dass auch noch bergab gehen muss. Das ist natürlich super, super optimal. Aber zum Glück halten wir 200 Yards. Ah, stimmt. Irgendwas mit Stahllieferung. Da war ja was. Da war ja was. Da können wir jetzt auch gleich kurz am Haltepunkt halten. Warum auch immer wir hier halten müssen. Wir bekommen wahrscheinlich gleich wieder eine neue Anweisung. Daran wird es liegen. Das ist nicht. Also besser, wie soll ich noch anders stehen hier? Ich bin zu kurz, ich merke das. Ich merke es ja schon. Das sollte auch passen. Wunderbar, nochmal kurz vor der Punkte. Lecken bei Nebengleise bestehen aus manuellen Weichen, die vor der Weiterfahrt eingeschaltet werden müssen. Die Weiche muss umgestellt werden und die Weiche und dann passt das. Also zwei Weichen müssen wir umändern. Dann sind wir hier und dann, I don't know, was wir da machen müssen. Dann müssen zwei Weichen umstellen. Machen wir eben fix. Einmal diese Weiche. Einmal diese Weiche, weil wir kommen ja von dort. Und dann müssen wir noch einmal diese Weiche hier vorne ändern und dann sollte das die letzte zumindest für die Einfahrt gewesen sein. Jetzt müssen wir wieder hier hin. Lösen die Bremsen wieder. Sollen wir über die Lecken bei Nebengleise fahren. Frag mal hier, wo wir ganz genau hin sollen. Also wir sollen ja hier rüberfahren, ne? Und dann
Sollen wir hier ankoppeln und helfen? Das kann natürlich auch sein, dass die Dock defekt ist und wir jetzt mit unserem Doppelgespann damit ziehen sollen. Da rollen wir schon langsam in die richtige Richtung. Dürfen wir eh nur 10 Miles powern, dann können wir uns auch erstmal schön von der Schwerkraft rollen lassen. Jetzt, wo wir da auf einer ebene Fläche sind, sollten wir mal wieder ein bisschen Leistung geben, damit wir auch wirklich vorankommen. Während wir über die Lecken bei Nebengleise fahren. Und während ich mir was zu essen mache, soll ich mal einfach nochmal lüften. Dass hier auch mehr Sauerstoff reinkommt. Vielleicht schläft das, ja. Klack, klack. Es ist vor allem auch schön, dass das oben anders sich anhört als unten, ne? Also. Das ist auch toll. Dass der Scheibenwischer oben gefühlt lauter ist als dunkler ist als unten. Das könnte zumindest passen, dass wir. Wobei. Ich weiß nicht. Wenn die Class 28.5 ausgefallen ist, dann vielleicht. Who knows? Wir hätten genaueres in 80 Yards erfahren. Bin ich mir sicher. Sollen an den ausgefallenen Zug ankoppeln. As expected. Das war definitiv doller als gedacht. Gewollt. Das wird eigentlich noch nicht ganz reichen. Oder doch. So haben wir erstmal die fehlerhafte Kurs, eine Class 37. Never mind. Ich lade dann nochmal in die 28 aus.
Plan hatte ich sowieso alles vorgehabt. Selbst wenn das Game mir das nicht vorgesagt hätte. Rechnungsbänder rückwärts, Generalschlüssel auf aus. In den Führerstand. Diese Class 37 muss vom Zug entfernt werden. Verlagern Sie ihn sie vorerst auf das Raster neben Gleis Nummer 2. Eine andere Lokomotive wird sie zur Reparatur nach vorne beibringen. Alright. Dann wollen wir mal Generalschlüssel auf ein. Richtungswender vorwärts. Ganz überlagern. Den Bremszug aufbauen. Da wäre gleich sowieso vorbei, wenn wir jetzt gleich hier vorne hingehen. Weil wir fahren nochmal rückwärts. Dann können wir gleich, wenn wir rückwärts fahren, auf der anderen Seite AWS und die Driver Safety Device deaktivieren. Dann können wir dort auch den Nebengleisen halten. Die Weiche umändern. Haben wir noch eine Weiche, die umgeändert werden muss? Nö. Warum verbinde ich die 37 Class 37 mit der Class 28? Wie sah die 28 nochmal aus? Ups. Muss ich nochmal nachgucken hier, Mensch. Ah, wunderbar. Perfekt. Aha. Könnt ihr ruhig schneller mal hier suchen. Genau, die British Rail Class 28. Ah. Okay. Doch ganz anders. Na ja, gut, dann ist das halt die Class 37. Oh gut, das ist die Class 37, ist das ja obvious, aber. Dann, gut zu wissen. Sollte ich mir mal versuchen, auch einzuprägen, dann, in dem Fall. Dass das Fehler hier nicht nochmal vorkommt. Also bei den Nebengleisen. Wunderbar, dann können wir jetzt die Class 37 wieder abkoppeln und dann wieder über dieses Nebengleis wieder hinten andocken. An einem Bord halten am Westende der Leckenbein Nebengleise. Wieder hoch. Ich finde die Hochsteig-Animation nice. Ich finde halt schade, dass man halt das nicht beim Runtergehen hat auch. Entweder direkt automatisch oder halt manuell, indem man auch wieder auf E drückt. Thank you.
Ah, vielleicht bleiben wir bei dem ersten Leistungsregler. Sind die Weiche überhaupt umgestellt? Eigentlich ja nicht. Machen wir es jetzt einfach mal so. Auch mal wieder dort hinten halten sollen. Und ich noch mal schon merken, dass der Haltepunkt so weit hinten ist. Und dann war ich auch noch mal wieder hier so. Nein, ich wollte hier auf das Cap kommen, danke schön. Wir so extrem krass hier hinfahren sollten, wobei wir ja eigentlich prinzipiell, wir hätten hier halten können, hier hätte der Haltepunkt sein können. Da wäre der optimale Haltepunkt gewesen, sagen wir es mal so. So, dann das geilste Spielchen nochmal, Zugbremse auf Notfall, Zugbremse herunterfahren, Richtungswende auf aus, Generalschlüssel auf aus und dann steigen wir wieder aus. Dann können wir gleich, wenn wir hier aus dieser Lok aussteigen, können wir dann auch die Streckenmarkierung oder die Streckenbeleuchtung umstellen auf Heck. So, Generalschlüssel auf ein, Richtungswende vorwärts, Bremsen lösen. Dann gucken wir mal an. Den Stahlwagen verbannt. Mehr Leistung raus, dann würde ich also schnell fahren. Oh je, dann müssen wir uns gleich mit den Claire 31s ja, den Berg hinaufkämpfen. Dann gucken wir mal an und fahren dann wahrscheinlich auch noch mal mit dem Stahlverband zum Zielpunkt des Ganzen. Vermute ich mal. 6.075 Punkte haben wir mittlerweile. Von heißt uns fehlen noch 2.500 für die Goldmedaille. Dass da noch die Tür auf war. Da war ich doch gar nicht drin. Oder? Ne, ich war nicht drin. Und Leistung raus. Gleich gut anfangen können zu bremsen.
war klar. Dass ich vorher nochmal zum Stehen komme. Wunderbar, dann können wir den Bums auch ausmachen auf Parken. Zugbremse runterfahren. Weil wir warten nochmal, vielleicht bekommen wir das Ganze nochmal, nachdem wir angekoppelt haben. Dieser Güterzug ist bereits stark verspätet. Um Zeit aufzuholen, hat die Fahrdienstleistung sie entlang der Hauptstrecke geleitet. Wie freundlich. So. DSD deaktivieren und AWS deaktivieren. Ja, runterfahren. Dann möchte ich hier die Heckbeleuchtung haben. Das Ganze auf aus, den Generalschlüssel auch auf aus. Dann steigen wir mal wieder hier ein. Dann machen wir das, die Heckbeleuchtung an. Das sollte ja passen jetzt. Ach, die Heckbeleuchtung habe ich hier hinten angemacht. Das wir jetzt gar nicht sehen können, aber. Aber jetzt können wir es gleich sehen. Das sollte funktioniert haben. Wenn nicht, dann schrei ich. Kappa. Hat geklappt. Dann. Lassen wir den Bremsen. Generalschlüssel auf ein. Drücken wir auf vorwärts mal in komplett falsche Reihenfolge oder in komplett komische Reihenfolge, aber gut. Wir aktivieren AWS, werde aktivieren DSD, wir heben den Hebel um von der AWS, von der Automatic, vom Automatic Warning System und fahren jetzt Richtung Middlesbrough wieder. Wir fahren über den Ort wieder rüber, nachdem sich der Bremsdruck verringert hat. Versteht sich. Manchmal verstehe ich nicht, warum der Bremsdruck sich manchmal komplett verringert und manchmal man nachhelfen muss. Das ist mir manchmal echt noch ein Rätsel. Was haben wir denn jetzt? Wir sind jetzt 1509 Tonnen schwer. Sprich, roundabout 1300 Tonnen hat die Fracht. Alles. Stahlspulen. Der wird jetzt über Middlesbrough nach. Jetzt gucke ich einfach mal nach, um es ja zu wissen. Die wird über Middlesbrough und Thornaby nach Eaglescliff liefern oder Richtung Eaglescliff. Vielleicht wird es von dort hier wieder übernommen von jemand anderem. So, dann haben wir jetzt auch ein bisschen Momentum. Dann kann man die Leistung wieder ein bisschen nach rausnehmen. Wir wollen ja nicht zu schnell fahren. Wir haben 6355 Punkte. Wir bekommen nochmal 1500 Punkte, weil wir an den Orten vorbeifahren oder halten, dann sind wir bei 7800 Punkten. Dazu kommen dann nochmal die anderen Punkte, die wir noch bekommen. Bräuchten wir ja noch. durchs Fahren, ne? Oder? Ne, weniger, 800. Ich weiß es nicht, werden wir sehen. Ich denke, Goldmedaille sollte drin sein. Aber wir werden sehen. Wir haben keinen zeitlichen. Bei den Güterzug-Szenarien und Fahrplan-Modi-Szenarien ist der Vorteil, wenn man wirklich sagt, ich möchte
Goldmedaillen und so weiter bekommen. Das Gute daran, an solchen Szenarien ist, du hast keinen wirklich zeitlichen Aspekt. Du hast nicht den Aspekt, dass Leute sich darüber aufregen, dass du zu spät bist oder sonstiges. Also, ich bezeichne das jetzt einfach mal so. Wir spielen das mal einfach so aus. Das ist, weil man halt ja Verspätungspunkte bekommt quasi. Oder Abzüge bekommt, wenn man zu spät ist. Wunder, dass hier gerade. Ach nee, hier ist ja kein Verkehr, ist auf der Gegenspur. Ja, meint. Jetzt geht's aber ordentlich bergauf, also müssen wir auch echt Leistung geben, um hier nicht allzu viel Geschwindigkeit zu verlieren, während wir unsere 1500 Tonnen den Berg oder die Steigung hinaufknüppeln. Na, gerade haben wir scheinbar noch viel Gewicht jetzt in der Steigung, weswegen wir nicht mehr allzu viel zu schnell die Geschwindigkeit haben und nicht zu stark beschleunigen. Bleiben noch im grünen Bereich, deswegen bleiben wir im dritten Gang. Hier dürfen wir scheinbar prinzipiell 20 Miles pro Hour wieder fahren. Heißt, wir können uns den Berg oder den Hügel bzw. das Überbrückungsbauwerk runter ausrollen lassen. Sind wir bei 1%iger Steigung. Das sind aber zwei Überbrückungsbauwerke, ne? Einmal um über die Landstraße oder über die Straße zu kommen und einmal über die Schienen. Das fahren wir jetzt gleich über die Hauptstrecke rüber. Steigung lässt nach. Und wir sind wieder auf einem gleichbleibenden Ast. Wobei wir bin. Ja. Wir haben hinten noch was rüber zu ziehen. Wir gehen mal auf die zweite Leistungsstufe. Wenn es jetzt bergab geht, dann kommen wir eh wieder ein bisschen Geschwindigkeit drauf. Aber dafür muss erstmal ein bisschen mehr Gewicht von den Stahlwagen rüberkommen, über die auf ins Gefälle. Muss ja auch nicht allzu schnell hier gehen.
Das ist schon nice mit den Vorbeifahrten. Auch wenn wir hier so im vernebelten, verregnerischen, verregneten, vernebelten Wetter sind. Noch ich lange nicht drüber, wunderbar. Bevor wir jetzt irgendwie hier rausgeworfen werden. Vom Game selbst. Jetzt müssen wir mal wieder rein. Ich fürchte, ich muss noch mal gleich reinbremsen ein bisschen. Das ist leider hier immer der Fall, wird immer der Fall sein. Wir müssen wieder lösen. Während die Geschwindigkeit, während die Topografie fast wieder eben wird und gehen wir leicht bergauf. Wechseln wir gleich nochmal, glaube ich. Ja klar, müssen wir ja, wir sind ja noch auf der rechten Seite. Wir sind noch auf der Gegenspur. Wechseln wir hier vorne nochmal das Gleis und danach dürfen wir auch mit der maximalen Schattengeschwindigkeit wieder fahren. 60 Meilen werden wir zwar nie erreichen, weil wir einfach etwas mehr zu ziehen haben. Aber ist ja auch halb so wild. Wir jetzt 25 Miles per Hour fahren. Vom Middlesbrough werden wir eh wahrscheinlich wieder runtergebremst auf 35 bis 25 Miles per Hour. Bei dem ich recht im Sinne. Beschleunigen, was wir da gerade tun. Leistung ausgeben. Wir wollen ja nicht so schnell werden. Dann dürfen wir jetzt noch wieder ordentlich beschleunigen. Beziehungsweise auf 15 Miles Power. Ja klar, wie gesagt, bei Middlesbrough wird es ja viel langsamer werden. Genauso wie bei Thornaby. Thornaby. Ja, ein bisschen beschleunigt kommen wir zumindest. Sind das so um die 50 Miles per Hour. Wir beschleunigen einfach, bis wir halt wieder die 35 Miles per Hour reingedrückt bekommen. Ich
2, ich glaube, wir sind ja schon mal mit dem Güterzug, aber haben wir es schon mal auf 60 Miles per Hour geschafft, ne? Auf Höchstgeschwindigkeit. Zugelassene Strecke. Der zugelassene Strecke, auf die zugelassene Höchstgeschwindigkeit der Strecke, das wollte ich sagen, meine Güte. Ist aber auch gerade wieder wild hier. Miles per Hour. Bremse mal leicht rein und dann können wir auch schon wieder die Bremse lösen. Das sollte reichen, um auf 35 Miles per Hour zu kommen. Jawohl. Wieder gleich nochmal runter auf 25 Miles per Hour, glaube ich. Aber ich kann natürlich sagen, dass wir auch über eine Strecke fahren, wo das halt nicht der Fall ist. Also über eine Schiene, wo wir deutlich schneller vorbeifahren können. Weil wir jetzt nicht in einen Bahnhof reinrauschen, oder in einen Bahnhof reinrauschen, aber ich glaube, wir rauschen doch an einen Bahnhof rein, oder in einen Bahnhof rein. Aber ist ja fast immer so. Aber bisher haben wir noch auf der linken Seite noch keine weitere Streckenbegrenzung, Geschwindigkeitsreduzierung gesehen. Jetzt haben wir die 25 Miles per Hour. Dann fahren wir nochmal rein, bis wir runter sind auf 30 und dann können wir die Bremse wieder lösen. Kommt uns wieder eine Class 101 entgegen. Schleudern wir nochmal ein bisschen dagegen, damit wir doch wieder ein bisschen. Na, 3 Miles per Hour kommen wir noch ein bisschen. Können wir uns noch geben. Es sei denn, das Gerät noch mehr runter, aber ich glaube nicht. Hier haben wir dann die 25 Miles per Hour. Begrenzung, Streckengeschwindigkeitsbegrenzung, ja, ihr wisst, was ich meine. Auch wenn ich alles andere sage als das, was ich meine, ihr wisst, was ich meine. Machen sollen können. Das war aber auch. Mensch. Da war eine Lampe am Bahnsteig und stand da. So hell, wie die Quick da gerade geleuchtet hat. Jetzt haben wir über Thornaby fahren. Vielleicht dürfen wir wieder beschleunigen auf 45 Miles per Hour. Ab hier, um genau zu sein. Allerdings müssen wir erstmal mit unseren 250 Yards hinten nochmal rüber. Ist ja auch ein bisschen. 7400 Punkte haben wir, es fehlen noch 1100. Easy going. Drüben. Dann beschleunigen wir mal. 1,2 Meilen dürfen wir sogar auf 60 Miles per Hour beschleunigen. Na, vielleicht können wir es doch ein bisschen ausfahren. Die
Höchstgeschwindigkeit, die zugelassen ist. Ach ja, die Güterfahrten machen echt schon Spaß. Sind wir noch solche kleinen Lecks, aber naja, kann man nicht ändern. Das sind aber auch eher Lecks, die halt auch die Festplatte dann beanspruchen, was halt wieder was anderes ist als ein CPU-Ding und so. Das Problem immer war. Was auch wieder hervorkommen kann, weil Streamlabs OBS seit dem letzten Update CPU belastender ist. Beschleunigen nur auf 50 Miles pro Hour. Lohnt sich nicht auf 60 zu beschleunigen. für den kurzen Abschnitt. Mit der BR Class 101 wäre es natürlich was anderes gewesen. Aber gut. Ist halt auch kein Güterzug, ne? Ist halt. So und so ist natürlich einfacher. Kommt man schneller zu den 60 Miles pro Hour, hätten wir nie im Leben erreicht, von daher können wir uns gleich an die 50 halten. Die wahrscheinlich auch noch mal geringer werden. Ja, 35 Miles per Hour. Da war, da haben wir die 35. Noch mal weiter runter, ich kann mich nicht mehr an vorne wie erinnern. Zumindest nicht mehr gut genug, dass ich das wüsste. Ne, okay. Geht noch runter, 35 Mal, das war auch wunderbar. Und dann ist der nächste Halt. Der nächste Halt ist ja wirklich der nächste Halt. Wäre dann Thorne, Eagles Cliff war das, wo wir halten. In 2,8 Meilen. Ein bisschen mal Leistung geben, dass der bergauf geht. Vielleicht dürfen wir eh wieder ein bisschen schneller fahren. Wenn der hintere Teil des Zuges die 45er Marke überschritten hat. Aber bis dahin müssen wir uns ja eh nochmal hier hochkämpfen.
40. Vielleicht dürfen wir sogar noch schneller fahren, auf 50 beschleunigen dürfen wir. Immer ich so stark hochbeschleunigt habe. Dadurch bin ich ja eigentlich wieder außerhalb des grünen Bereiches. Was ja nicht mein Ziel ist. Beim Fahren mit den Diesel, den elektrischen Loks. Ich hätte ja doch schon eher vor den Diesel-Loks, aber auch wenn ich mit dem Diesel-Elektrischen Loks halt, wo auch immer da halt am Pferd steht. Vielleicht doch lieber im grünen Bereich bleiben, weil es für mich sinnvoller erscheint. Für mich erscheint es so, als ob man es machen müsste. Also, so auch in Realität tun würde. Von daher machen wir das natürlich. Fahren genau so, gut. Nach Eagles Cliff dürfen wir 30 Meilen pro Hour fahren, das heißt. Halt ist ja ein, auch ein Halt. Kommen wir auch wahrscheinlich nach Eagles Cliff. Haben wahrscheinlich auch ein rotes Signal. Ich mal stark von aus. Aber dann haben wir auch hier wieder ein weiteres Szenario abgeschlossen. 65 Minuten sollte das Ganze dauern. Wir haben deutlich länger gebraucht, aber wir. Ich fahre ja auch nicht Pedal to the Metal. Ich fahre ja, wie gesagt, im grünen Bereich. Von daher, das Szenario ist natürlich machbar, auch in unter 65 Minuten. Wie die meisten Szenarien, aber wenn man halt so smooth fährt, wie ich das jetzt halt, also wenn man halt nach den Prinzipien, wie ich sie jetzt gerade benutze hier für die Strecken, für die Züge, wenn man halt dann so fährt, dann ist halt wieder was anderes, ne? Dann ist es klar, dass man dann halt deutlich mehr Zeit dafür benötigt. Rein. Wir haben gerade die Goldmedaille überschritten. Punktezeit für die Goldmedaille. Heißt, wir haben die Goldmedaille sicher. In trockenen Tüchern. Und hier in Eagles Cliff übernimmt dann jemand anderes die Weiterfahrt. Ein bisschen weiter aufs rote Signal zu. Ohne es überfahren, versteht sich. Vier Yards, holy.
Warten Sie in Eagles Cliff, bis die Linie frei ist. Gute Arbeit bei der Wiederherstellung dieses Dienstes. Danke. Erfolgreicher Fortschritt. Wir haben es abgeschlossen als Szenario und bekommen 9650 Punkte. Nice. Letzte Rettung. Wir sind ein neues Level in der Class 31. Level 8 noch auf der Tees Valley Line und wir sind noch Level 32, kurz davor, Level 33 zu werden. Wir haben eine Stunde 13 benötigt. Und wo bemerkt, ich hab noch, also ne, hier die ganzen Punkte kommen alle nur von den normalen, also von den Szenarien. Ich habe noch nicht angefangen mit Rapid Transit. Also ich habe nicht wieder damit angefangen. Da würden wir 25k pro Ding bekommen. Also da würden wir ganz gut absahen wieder, was die Punkte betrifft. Mal schauen. Also Level 33 werde ich noch vor Ende des Jahres für mich persönlich erreichen. Ihr werdet das dann im Laufe des nächsten Jahres dann sehen. Mal schauen, ob wir das hinbekommen, Level 100 zu erreichen im Jahr 2021. 18,3 Viertel Meilen haben wir zurückgelegt. Und 615 Jahre sind wir gegangen. 9615 Punkte bekommen wir. Dementsprechend eine Goldmedaille. Dann schauen wir nochmal, was das nächste Szenario. Drei Szenarien haben wir noch vor uns. Das nächste Szenario ist dann die Schienenfracht mit der Class 20 RF. 3 von 5 Schwierigkeit, 45 Minuten soll das Ganze dauern. Übernehmen Sie den Verband leerer Stahlwagen, die von Arbeiten ins Skinning Grove zum Tees Rangierbahnhof zurückkehren. 3.500 Punkte, also 3.550 Punkte, um genau zu sein, für die Goldmedaille. Ist doch schon ein ganz schönes, gutes Stückchen. Bin immer gespannt drauf. Die nächsten drei Szenarien sind alle mit der... sind alle mit der Class 20. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, sehe ich dann im nächsten Trains in World 2 Video wieder.